Hallo, wir spielen heute wieder Star Wars Battlefront. Ja, und ich wollte mich noch einmal kurz umgucken, da ich mir jetzt das neue Pack geholt habe, diese Erweiterung. Und schaue mir jetzt gerade an, besiege 50 Helden. Okay, also alles okay. Und deswegen spielen wir jetzt gleich auch schon wieder Multiplayer. Aber ich wollte euch jetzt nur sagen, nochmal, was in dem neuen Pack drin ist. Und das würde ich euch gleich nochmal schnell zeigen. Und zwar gibt es zwei neue Helden, die kann ich jetzt aber noch nicht zeigen, weil wir noch nicht Helden, FS Schurken spielen oder sowas. Aber es gibt auf jeden Fall hier, nämlich habe ich mir Auto Rim geholt. Und jetzt gibt es hier bei Helden, FS Schurken gibt es neue Helden. Es gibt jetzt die, wenn ich es mal zeigen könnte, hier gibt es jetzt diese Huttenaufträge. Die kann man leider erst mit Level 12 machen. Das sind wir jetzt zwar noch nicht, aber auf jeden Fall könnten wir das, wenn wir Level up sind, könnten wir das machen. Und deswegen, jetzt gibt es nämlich auch, können wir diese Waffen hier bei diesen Huttenaufträgen kriegen. Und ansonsten gibt es hier auch noch tausende von neuen Karten hier. Hier gibt es das zum Beispiel und dann gibt es, meine ich, noch ein paar mehr an sich bei den Hundenaufträgen. Und deswegen, das wäre es auf jeden Fall schon mal von dem neuen Pack an sich. Und jetzt spielen wir mal wieder weiter Fracht und wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Bis gleich. Okay, da sind wir in der neuen Runde und zwar sind wir jetzt hier auf dieser einen Map in der Wüste. Ja, und eigentlich haben wir alles ausgerüstet, was ich jetzt brauche, und dann legen wir mal los. So, und es sieht gleich am Anfang schon gut für unser Team aus. So, anscheinend gammeln hier meine anderen Leute hier nur rum und bewachen alles. Hoffe ich zumindest, dass sie das wenigstens richtig Wir haben machen. die Fracht. Beschimpf sie. Schön die Fracht abgeliefert. Macht wurde geborgen. Dann laufen wir mal wieder zurück. So. Jetzt haben wir die Frachtserie. Das ist auch immer so, wenn man drei hintereinander geht, dann gibt es halt die Frachtserie und das gibt nochmal zusätzliche. Ja, okay, gut. Das Match ging mir sehr schnell vorbei. So, ja genau, und ich habe nochmal mein hier Let's Play-Ding, ihr wisst schon, mein Bild geändert so an sich. Hoffe, es gefällt euch jetzt besser auf jeden Fall, weil das alte Männchen sah schon ein bisschen scheiße aus. So, und ich glaube, in der nächsten Runde müssten wir jetzt eigentlich nochmal gewinnen und dann auch hier auf Rang 11 aufsteigen. Oder 11 oder 12? Ne, 12, glaube ich. 12, genau. So, dann will ich jetzt nochmal schauen. Und zwar möchte ich mal nach so Karten gucken. Beziehungsweise, ich mache mir jetzt auch schon mal eine zweite Hand. Für, wenn wir jetzt bald ein neues Dings spielen. Wie heißt es? Neues Kit. Ach Quatsch, nicht neues Kit, sondern neuen Modus. Weil, da braucht man dann halt eben hier zum Beispiel diese Ion-Torpedos, wenn man halt diese großen Kampfläufe angreift. Dann braucht man das halt zum Beispiel. So, das hier upgraden kostet 7000. So viel haben wir jetzt nicht. So, aber wir legen jetzt auf jeden Fall mal los. Jetzt sind hier keine Imperialen. Geschütz und den einen Typen zerfetzt. Müssen wir jetzt ungefähr noch unentschieden. Ja, kann man mal machen. Ist jetzt nicht so der Burner. Nichtsdestotrotz
Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns ansonsten mal, ansonsten bis zum... Meine Fresse, ich kann keinen an. Ab Moderation. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Tschüss.